Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute geht es um eine neue Diät, die Freetox Diät, und um gleichnamiges Buch von Frau Doris Mular und Dr. Despergel. Wer meine Geschichte des Abnehmens kennt und der Diäten, die ich bereits absolviert habe, wird wissen, ja, dass dieser Titel sofort negative Assoziationen in mir weckt und ich also beim Lesen, beim Starten negatives Grundgefühl hatte. Der Fokus des Buches ist, wie der Titel eigentlich schon sagt und auch ableitbar ist, auf die Entgiftung gelegt. Ähnlich den Detox-Diäten, allerdings hier auf besonderen Fokus in der Aufklärung bezüglich der damit einhergehenden Entzündungen und damit negativen Folgeerscheinungen, die so eine Ernährung mit ungesunden Nahrungsmitteln mit sich bringt. Die drei größten Ernährungssünden, die sieht das Autorenteam von Dr. Michael Despegel und Doris Mular in Weißmehlprodukten, Zucker und Alkohol. Und damit sind sie schon ziemlich am Nabel der Zeit. Auch betonen sie die Wichtigkeit von grünem Gemüse und auch frischem Obst. Auch hier kann man nur sagen, die beiden sind konform mit aktuellen wissenschaftlichen Aussagen. Und bei mir kam so langsam das Gefühl auf, dass ich dieses Buch dann eventuell doch stark von irgendwelchen XYZ Diäten abheben könnte. Das Buch beginnt mit einem ausführlichen Theorieteil. Da es schon in Glaubenskriege ausartet, was eine gesunde Ernährung angeht, werde ich einfach mal meine persönliche Meinung diesbezüglich zurückstellen und lediglich Vergleiche des Buches ziehen mit dem aktuellen Stand der Ernährungswissenschaft, sprich auch den Empfehlungen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die so ein bisschen Taktgeber, was das angeht, ist. Und da taucht auch schon relativ schnell eine große Diskrepanz auf, wenn es um die Bewertung der Kohlenhydrate geht. Während die WHO eine pflanzendominierte kohlenhydratreiche Kost als gesündeste Ernährung ansieht, was auch im Übrigen mit aktuellen Studien und wissenschaftlichen Publikationen sich deckt, ist das Autorenteam hier sichtlich überzeugt, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung nicht zu empfehlen ist. Wie gesagt, ich lasse das einfach mal so stehen, ne? Die Autoren begründen ihre Sichtweise auch durchaus stringent mit Argumenten, die allerdings eben schon vor knapp 30 Jahren von zum Beispiel einem Herrn Atkins ins Feld geführt wurden und heute als nicht mehr zeitgemäß zu bezeichnen sind. Immer ausgehend von der Wissenschaft und nicht von YouTube-Kanälen oder selbsternannten Bestseller-Autoren. Gerade im Sportbereich, dem auch Dr. Despegel angehört, hält sich die proteinreiche Ernährung als gesündeste aufgrund der schnellen kurzfristigen Effekte, die auf jeden Fall auch kommen, immer noch sehr hartnäckig. Auch dieses Buch hat den Slogan gesund und schnell abnehmen mit 28 Tagen. Ne? Und in der Tat, mit einer proteinreichen Ernährung nimmt man tendenziell schneller ab als mit einer kohlenhydratreichen Ernährung. Aber am Ende des Tages interessiert uns nicht 28 Tage, sondern wir streben ein gesundes Leben an. Und entsprechend sollten wir unsere Ernährung auf eine dauerhafte und sinnvolle, von der Wissenschaft gedeckte Ernährung ausrichten. Aber Dr. Despegel schafft es trotzdem im Theorieteil, das muss man so sagen, zu überzeugen, wenn man die antiquierte Meinung über Kohlenhydrate mal außen vor lässt. Allerdings fällt beim Lesen des Buches eine sehr restriktive und unseriöse Ausdrucksweise immer wieder ins Auge. Gerade bei der Ernährungswissenschaft, wie ausgeführt, die sich auch immer weiterentwickelt und sich auch häufiger mal komplett revidieren musste, erscheint es einfach nur als, ich sag so, unseriös von nur so und das ist die richtige Ernährung zu sprechen. Solche Floskeln haben in der Ernährungswissenschaft nichts zu suchen. Das ist auch ein bisschen Demut vor der Entwicklung vonnöten. Der Autor ist komplett überzeugt, dass nur das eine richtige ist. Und traditionelle Gesundheitslehren wie TCM, Ayurveda oder aktuelle wissenschaftliche Studien, die haben eben auch gezeigt, dass es nicht diese eine richtige Ernährung gibt, sondern dass Ernährung durchaus individuell verschieden optimiert werden kann und auch sollte. Das liegt auch in der unterschiedlichen Biofunktionalität der Lebensmittel im Zusammenspiel mit der individuellen Genetik begründet. Das ist auch wissenschaftlich schon erforscht. Das gleichnamige Buch habe ich euch unten verlinkt.
Da hat Dr. Despilgel noch einiges an Nachholbedarf und ein wenig Demut in den Formulierungen. Ja, verkauft sich eventuell nicht so gut, aber würde dem reflektierten Leser doch ein besseres Grundgefühl verschaffen. Auch die Produktplatzierung seines Dr. Despilgels Kräutertee innerhalb des Theorieteils wirkt etwas deplatziert. Ebenso vermisst man eine genaue Quellenangabe, wenn Dr. Despilgel schreibt, Forscher haben herausgefunden. Es ist zwar ein Literaturverzeichnis angegeben, aber es kann wohl kaum als seriös angesehen werden, dass man alle 20 angegebenen Bücher, teilweise richtig 100-seitige Wälzer, also mehrere 100 Seiten, nach einer Stelle durchsuchen muss, um herauszufinden, wo Dr. Despilgel die genannte Information her hatte. Gerade da der Herr Despilgel, also Dr. Despilgel, nun auch mit dem akademischen Gepflogenheiten vertraut sein sollte, ob seiner vielen Doktorentitel, erweckt diese fehlende Quellenangabe nicht wirklich Vertrauen. Auch vermisst man im Theorieteil den klaren Hinweis darauf, dass tierische Produkte, allen voran Milch und Milchprodukte, gerade was Entzündungen angeht, das Grundthema, dass das auf der Liste der Dinge ganz oben steht. Ja. Warum das so ist, das wird dann spätestens im Praxisteil deutlich. Dort werden Milchprodukte in den Rezepten verwendet, teilweise sogar wenn es bekannte Alternativen gibt, die letztlich keine oder sagen wir mal wenig entzündliche Prozesse in Gang setzen, im Gegensatz zur Milch. Das ist dann schon meiner Meinung nach sehr bedenklich und schon ein ziemliches Brett in einem Buch, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, entzündungshemmende gesunde Ernährung zu promoten. Milch und Milchprodukte, ja, in die Rezepte, das gehört einfach hier in das Buch eigentlich nicht rein. Man kann auch hier nur davon ausgehen, dass Dr. Despilgel einfach zugunsten der Praxistauglichkeit und damit auch höhere Verkaufszahlen Abstriche gemacht hat. Immerhin weist er darauf hin, dass tierische Produkte nicht im Übermaß konsumiert werden sollten. Wenn man dann allerdings das Rezept für die Maisquiche betrachtet, wo für eine Person knapp 40 Gramm Butter veranschlagt werden, dann irritiert das eben genauso, wie wenn er auf Seite 52 sagt, dass Fertigwürzen, Soßen und Streuwürzen ein absolutes No-Go in der Freetox-Ernährung sind, er aber für den ersten Einkauf und statt in die Freetox-Woche auf Seite 63 empfiehlt, immer Instant-Brühe da zu haben. Im Praxisteil hat man dann viele Rezepte, die geschmacklich schon intuitiv sehr lecker rüberkommen. Das muss man auch einfach so attestieren. Und deren Zubereitung wirklich sehr einfach daherkommt und praktisch auch gut umzusetzen sind. Wenig bis auch keine exotischen Zutaten runden eigentlich den gesamten Ersteindruck der Rezepte und des Praxisteils auch ab. Leider entdeckt man da auch wieder viele Dinge, die einen an der wirklich konsequenten, ernsthaften Zielsetzung einer gesunden Ernährung zweifeln lassen. Da werden Gurken von der Schale befreit, obwohl in der Schale die wertvollsten Inhaltsstoffe sind. Da wird rote Beete ernsthaft nur empfohlen, sogar explizit nur vorgekocht und eingeschweißt zu verwenden, also nicht zu verwenden, aber zu kaufen. Sowohl in den Salaten auf Seite 106 als auch in den Suppen auf Seite 102. Pfannkuchen werden natürlich mit Milch und Ei gemacht, anstatt auf entzündungsreduzierende Alternativen, die es zahlreich gibt, zurückzugreifen. Auch wird lieber mit Sojasahne oder Eiswürfeln eine Sämigkeit erreicht als mit Bananen. Die Rezepte sind wirklich schön bebildert und erhöhen dadurch natürlich auch die Motivation, die Gerichte auch nachzukochen. Zumindest bis zu dem Punkt, wo man im Anhang im Bilderverzeichnis erkennt, dass 95% der Bilder von den Rezepten einfach aus dem Internet kopiert wurden und im Endeffekt eigentlich nichts zu tun haben mit den Rezepten, die Doris Molar, die glaube ich dafür zuständig ist, gemacht hat. Außer dass man bei einer Quiche eben ein Bild einer Quiche aus dem Netz gezogen hat. Das ist der einzige Zusammenhang. Am Ende des Buches gibt Dr. Despilgel noch einen psychologischen Tipps und auch noch einen kleinen Trainingsplan und zeigt damit noch sinnvollerweise auf, dass eine gesunde Lebensweise auch mit einem gesunden Geist und einer ausreichenden Bewegung einhergeht. Das ist durchaus wieder als sehr positiv zu bewerten. Für wen ist das Buch denn nun aus meiner Sicht geeignet? Wo kann man eine Kaufempfehlung aussprechen? Also diejenigen, die komplett keine Ahnung von Ernährung haben und die einfach mal irgendwie etwas gesünder sich ernähren wollen. Nicht bombardiert werden wollen mit wissenschaftlichen Studien und Analysen, sondern einfach so eine ganz einfache Quintessenz präsentiert bekommen wollen.
dabei auch keinen Wert legen auf eine komplette Stringenz und entsprechend ja auch nicht maximal gesund, sondern eben nur etwas gesünder leben wollen. Für diejenigen kann ich durchaus eine Kaufempfehlung aussprechen. Für alle Menschen, die schon ein gewisses Grundlagenwissen in der Ernährung haben und oder ein gewisses Maß an Seriosität in einem Ernährungsratgeber oder einem Ernährungsbuch wollen, muss ich definitiv sagen, dass man hier vorsichtig sein sollte. Angefangen von der antiquierten Meinung über Kohlenhydrate, über eine fehlende letzte Konsequenz auch in der Umsetzung des im Theorieteil erarbeiteten Wissens im Praxisteil, bis hin zu sich tatsächlich auch widersprechenden Theorie im Praxisteil. Da wird schon ein bisschen eine unseriöse Stimmung aufgebaut. Aber wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und die Wagen der Leute betrachte, da haben wir in Deutschland also glaube ich viele Menschen, die wohl überhaupt keine Ahnung von Ernährung haben. Und entsprechend ist das Buch auf dem Markt wahrscheinlich gar nicht so schlecht platziert. Ich gebe dem Buch 3 Sterne, aber das sind knappe 3 Sterne. Da hat als Einstieg und Grundverständnis durchaus aufgrund des Theorieteils eine Berechtigung für eben jede Menschen haben kann, die von der Ernährung keine Ahnung haben. Aber wirklich nur für die. Also dann wünsche ich Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Tschüssi.